Nett aus hier. Hier würde ich hinziehen. Raus aus dem wunderschönen Friedrichshain. Erstmal wieder hier so eine Tür aufkrepeln. So, bam. So eine ganz typische Angelegenheit in der Dämonenwelt. So eine Tür kriegst du nur als Epileptiker auf. Offen. Akt 2, 3. Was für eine schöne Welt. Kann ich ja irgendwie gar nicht so glauben. Fortfahren. Ja, die Soffen an, da trägst du das ja hier nicht, ey. Alles so dunkel. Fehlt echt Sonne. Vom Vitamin B-Haushalt. Oh, ne, schon wieder Dunkelheit. Schlimmer als der Berliner Winter gerade, ey. Ja, nun komm. Ab in die Dunkelheit. Was ist ein Scheiß. Was, schwingen? Dahin oder was? Boing. Wohin noch? Wohin denn noch? Ach so, nach. Ach so, oben nach. Oh ja. Haben wir. Oh. That was easy. Ah, und jetzt sieht's aus, als müsste ich besser zielen oder was? Weil ich mich sonst in den Stäben dort verheddere. Nö, 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 nö. Hat doch unheimlich was von Schwingen hier so mitten in der Luft angehalten, das Ding. Und. Ah! Geil! Ich mach kaputt! Oh, Kacke. Ich mach einfach mal alles kaputt. Ah, ich bin zu hoch! Ah, jetzt hab ich's. Ich krieg dich! Oh, no! Da wird's nur gereicht. Ich komm ran. Ich komm. Oh Gott, der Film, ich hab's echt nicht geschafft. Nein. Jetzt aber. Haben wir. Ist noch irgendwo was? Ah, egal. Wenn, dann hätte ich's jetzt mit meiner Chuck Norris-mäßigen Roundhouse-Schwingdingeling-Attacke sowieso getroffen. So. Noch ein paar Etagen höher. Da ist wieder was. Gut, sollen wir mal hier einmal im Kreis gucken, schön, bisschen höher. Oh, was war denn da? Keine Ahnung, ich hab irgendwas gekillt. Ah. Hier war doch auch noch so ein Ding, genau. Schwing! Dein Ding! Also, den Kronleuchter dahin. Gut. Na komm. Ey, wir sind gleich oben, ohne nervige Rennereien und irgendwas. Oh, und mit braunem Teppich aus Stein, der eine Brücke ist, die man uns entgegen. Ach, egal, ich hätte mir so einen schönen Empfang gewünscht. Und wieder aufspasten. Smetbow! Warum habe ich jetzt Smetbow gesagt? Immer noch Akt 2. 4. Ah. Jäger des verlorenen Herzens. Alter, was wird jetzt hier ohne Scheiß? Diese Schwing-Bing-Ding-Dingeling-Aktion war ein kompletter Akt? Oder zumindest ein Teil davon? Hm. Ah, gut. Na komm. Na komm. Na komm. Fortfahren. Yay! Okay. Mal eben die Uhr gecheckt. Wie spät das ist. Es ist 3.25 Uhr in der Früh. Bisschen geht noch. Ein Akt geht noch. Ein Akt geht noch rein. Hey! Irgendwie erwartet man in dem Spiel, obwohl es das noch gar nicht so gezeigt hat, dass es das tun würde wollen, dass jederzeit irgendwas aus irgendeiner Ecke bricht. Ach, guck mal da. Christopher! Our very, very good friend. Yes, we have some of the white diamonds for you. How'd you two get here so fast? Y'all rode the chandelier, didn't you? Ja, geil, Dämonenzähne. Ich weiß immer noch nicht, wofür. Oh, 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 oh. What the fuck?
Das habe ich vorher nicht gesehen. Bam, bam, bam. Investier alles, Alter. Guck dir das an. Ist das schön. Was machen wir denn jetzt damit? Lass unsere Hand los. Junge. Ein bisschen eklig ist er ja schon, aber immerhin. Ich meine, was hat der die ganze Zeit über gefressen? Oh, was machen wir jetzt? Wir können natürlich den Boner immer noch weiter hochhämmern, bis zum geht nicht mehr. Wir könnten auch mal unsere maximale Gesundheit hochhämmern. Wir könnten auch dem Schaden vom Teether zum Beispiel. Ah, Dämonenzähne. Jetzt haben wir es. Ja, den könnten wir natürlich auch hochholen. Oder den Monokaschner. Nachladetempo. Wobei der ja. Ja, ist schon geil. Ein richtig fiesen Nachladetempo haut er natürlich auch rein. Aber ich glaube, ich mache mal den Teether wieder Schaden hoch. Bup, bup, bup. Ja, gut, wenn wir was können, machen wir mal noch einen auf Gesundheit. Mein Gott, was soll's. So, dann wollen wir ihn aber wenigstens auch mal benutzen hier, wenn wir schon mal aufgerüstet haben, ein Stückchen. Schade finde ich, dass sich da nicht wirklich optisch was verändert, wenn man die Waffen so in ihrer Stärke aufrüstet. Das fehlt mir noch irgendwie. Ah, guck mal hier. Wieder was zum Trinken gefunden. Nuck, nuck, nuck. Ein Schlückchen. Oh, scheiße, ein großer Platz. Oh, ich laber gerade wieder an einem Band. Aber kennt ihr das, wenn ihr müde seid und dann diesen Punkt habt, wo ihr statt müde plötzlich wach seid und so überdreht? Du, Alter. It sounds like a cat having sex with a harmonica and not the consensus kind. Hey, every demon has the right to pick the music for his own funeral. Ich liebe Johnson, Alter, ohne Scheiße. Ich feiere den total. Echt, Murray und Johnson. Die beiden möchte ich in einem Team sehen. Was macht er denn da? Eine Herzgranate? Nee. Also vorher sah er cool aus. Jetzt ist er der Gott des BSE. Oder was? Oh geil, guck mal. Rinderwahn und Pferdefleisch vereint. Da können wir doch glatt eine Runde Lasagne drauf fressen gehen, ey. Ach komm. Die alte Kuh und sein Gaul machen wir platt, Junge. So, Schwachstelle scheint eindeutig da. Was ist das denn? Ist das Vieh gegen eine Wand gerannt? Wo sind die Schnauze hin? I will carve my name into your flesh. That name is Garcia Hotspur, Hunter of Demons and Slayer of Camarons like you! Das ist eine geile Ansage, aber du hast immer noch eine lila Jacke an. Das geht einfach gar nicht, Digga. Oh yeah. Ah, okay. Das ist ja nervig. Das nervt mich. Das nervt mich ja jetzt schon. Jetzt kriege ich den nur in dieser Dunkelheit in seinen hässlichen Rücken geschossen. Oh, Kacke. Ah, Kacke. Ah, guck mal, dafür muss man auch nur einmal treffen. Na, dafür haben wir jetzt hier genau die richtige Waffe am Start. Oh yeah. Ah, shit. Oh, shit. Was macht er denn? Ach nö, komm schon. Komm hier runter. Oh, du Pussy, ey. Ach, Kacke. Ja, ja, nein. Ja, komm. Stocken gleich mal ein bisschen Mumpeln auf hier für die Mumpelspritze und dann kann es weitergehen. Na, komm. Bau mal ein bisschen. Bau doch mal so ein bisschen Dunkelheit auf hier. Ah ja. Optimal. Weniger optimal. Tada. Ach, Kacke. Oh yeah. Schöne Runde in einen fetten Wanz. Ja.
Das ist jetzt doch schon so ein bisschen repetitiv. Ja, ja. Repetitiv. Der hat nicht so richtig was zu melden. Außer natürlich, jetzt stellt sich jetzt heraus, wir übersehen irgendwas. Und Donner und Swaddy, ja genau, springen ihm erstmal entgegen, weil wir können. Oh, geil. Ja, das läuft. Das läuft. Außer natürlich, wie gesagt, wir machen hier irgendwas falsch und übersehen irgendwas. Aber eigentlich sieht es ganz geil aus, weil er kriegt einfach mal tierisch vor den Latz. Na komm. Genau. Spring da rauf. Du-du-du-du-du-uns. Was? Echt jetzt? Oh. Haben wir. So, wollten wir jetzt noch eine Runde Garcia Hotspur ins Fleisch ritzen, oder was? Oh. Ich dachte, ihr wart Kumpels, du und dein Gaul. Oh. Das ist eine echte Herzensangelegenheit bei ihm. Scheiße. Ah, manchmal hasse ich mich ja selbst für so eine saudämlichen Sprüche. Na, ich denke mal, der WWF und Peter haben dieses Spiel nicht abgesegnet. Ach, guck mal, mumpeln. Ach, guck mal. Ich sehe schon, wo der Hund begraben sein. Bam. Ja, gleich nächste. Bam. Boah, geil. Vor ein paar Minuten habe ich mich noch aufgeregt, dass der gar nicht mal so geil ist, der olle Teaser hier. Aber der geht ja mal ab wie Sau. Oh. So, wie ist? Geht das kaputt? Oh. Oh. Was ist denn nur hier? Ah, fuck. Aha, geht kaputt. Jetzt auf die Arme. Auf die Arme. Auf die Arme. Scheiße. Ja, haben wir. Oh, Kacke, was war das? Was war denn das? War da noch so ein Schwachpunkt? Ey, da muss er noch irgendwo so einen riesen fetten Pickel haben. Irgendwo in seinem fetten Arsch oder was? Ah, ich fass es nicht. Ohne Scheiß. Echt jetzt? Au, warum kann ich denn nicht sprinten? Komm, sprinte. Danke. So. Manchmal übrigens finde ich es ganz schlimm, wenn ich recht habe. Wenn ich merke, wie jetzt zum Beispiel, Game Designer haben dieselbe unfassbar blöde Idee wie ich. Und denken sich, wo packt man jetzt seinen letzten Schwachpunkt hin? Ah ja, am besten an seinen Riesenarsch. Ja, okay, ein bisschen drüber. Verlängerter Rücken. Oh yeah. Ich krieg dich, ich krieg dich. Ich hab dich. Na, wo jetzt? An der Köpjes? Oh, schau mir deine lustige kleine rote Pickel an deine Köpjes. Wehe, du, wehe. Ich hasse dich. Ich. Alter. Ohne Scheiß. Es ist so dumm. Und das war's? Oh, geil. Ein Schnitter. Wer mein DMC-Let's Play guckt, weiß ja, ich stehe wie Sau so auf Sensen. Und alles was irgendwie mit... Oh, fies. Oh, fies. Baseball-Sensen, Mann. Cop-Home-Run. Und ein blauer Diamant.